Es ist richtig krass, das sind alle aktiv, alle aus dem Umfeld. Skurrows hat sich eingeschalten, die Sith Bubble hat sich eingeschalten, die ganzen Boys rund um KuchenTV haben darauf reagiert. Alle sind in Alarmbereitschaft. Na gut, dann werde ich jetzt in meiner Alarmbereitschaft direkt mal den zweiten Teil zum KuchenTV Zerstörungsstream aufnehmen. Obwohl, nein, denn aktuell passiert schon wieder so viel in der ganzen Shuyoka-Thematik, dass es quasi unmöglich ist, auf dem Laufenden zu bleiben. Daher möchte ich euch heute lieber ein Gesamtupdate noch zusätzlich geben, damit ihr wisst, was da gerade so abgeht. Shuyoka hat nämlich zum Beispiel am Dienstag bereits ein YouTube-Statement zu der einstweiligen Verfügung von Tobias Huch gegen sie hochgeladen, worauf Tobias Huch schon wieder reagiert hat. Zudem hat sie am Montag bereits einen Stream gemacht, in dem sie auf die Reaktionen auf ihren KuchenTV-Zerstörungsstream eingeht und sich auch mit den Vorwürfen beschäftigt zu KuchenFalls.org und deren Sicherheit. Also habe ich mir das alles mal angeschaut und in diesem Video hier zusammengetragen. Dementsprechend würde ich mich auch sehr über ein Like und ein Abo freuen, da es wirklich viel Arbeit war, dieses ganze Material von Shuyoka zu sichten. Schauen wir aber jetzt mal zuerst in den Stream vom Montag rein, in dem sie auf die Reaktionen auf ihren KuchenTV-Zerstörungsstream eingeht. Denn da fallen solche Aussagen hier gegenüber KuchenTV. Und auf der anderen Seite hat KuchenTV jetzt unironisch behauptet, ich würde mit Terroristen zusammenarbeiten. In seinem aktuellen YouTube-Video. Die Leute haben es nicht falsch verstanden, er hat das wirklich gesagt in seinem YouTube-Video. Also komplett, komplett wild. Und, wer hätte es bei Shuyoka erwartet, das stimmt nicht so ganz. Schauen wir uns einmal den Clip von KuchenTV an, den sie meinte. Auch ein Twitter-Nutzer hat hier ähnliche Informationen zusammengetragen, die das Ganze auch nochmal bestätigen. Shuyoka unterstützt hier also anscheinend eine Seite, die von einer Gruppe eröffnet worden ist, die Anschläge gegen andere gestartet hat. Die arbeitet einfach mit Terroristen zusammen, weil sie mich noch mehr hasst als Terroristen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Soweit die Aussage von KuchenTV, von der ich mich inhaltlich natürlich distanziere. Trotzdem dürfte es hier einen Unterschied geben zu der Version, wie Shuyoka es erzählt hat. Er verwendete nämlich hier das Wort anscheinend im ersten Satz. Und meiner Auffassung nach bezog sich der zweite Satz auch auf den ersten. Was juristisch gesehen einen großen Unterschied machen dürfte. Aber ob das jetzt wirklich so ist, wird wahrscheinlich am Ende wieder ein Gericht entscheiden müssen. Kommen wir als nächstes zu der Paulaner-Thematik. Shuyoka brachte dieses Thema ja wieder auf, um in ihrem KuchenTV-Zerstörungsstream zu belegen, was für ein schlimmer Cybermobber KuchenTV doch ist. Und jetzt gibt es auch noch weitere Vorwürfe an ihn. KuchenTV zelebrierte auf Twitter, dass sein Cybermobbing-Video neue Reichweite erfahren habe. Die Verantwortung dafür versuchte er der Influencerin Shuyoka anzuhängen. Hi, das bin ich. Da Shuyoka in ihrer Reaction auf den Artikel konsequent das Pseudonym Lea nutzte, während KuchenTV konsequent den Namen verwendete, unter dem auch die Hassinhalte gegen das Mädchen zu finden sind, darf angenommen werden, dass KuchenTV einen Großteil der ansteigenden Klicks auf sein Cybermobbing-Video selbst zu verantworten hat. Und das ist schlichtweg falsch. Denn wenn wir uns einmal den Tweet von KuchenTV anschauen, in dem er die Statistik dieses Videos zeigt und wir einen rapiden Anstieg in den Klicks sehen und wir dann einmal auf das Datum der Cake News schauen, sehen wir, dass da irgendwas nicht ganz passt. Also haben die Leute die Cake News in der Zukunft gesehen und haben dann in der Vergangenheit wieder dieses Video angeklickt wegen KuchenTV. Oder wie darf ich mir das vorstellen, Shuyoka? Ich meine, die Tatsache, dass in diesem Artikel der Name durch Lea ersetzt worden ist, wird vielleicht ein paar Leute davon abgehalten haben, dieses Video zu finden. Aber alleine die Info, dass dieses Video die Millionen Aufrufe als erstes bei KuchenTV erreicht hat, könnte einen schon dazu bringen, dass man einfach mal auf den Kanal geht, auf meiste Aufrufe stellt und dann nach einem Video sucht, das sich auf ein 12-jähriges Mädchen bezieht. Davon gibt es nämlich tatsächlich gar nicht so viele auf KuchenTVs Kanal. Und das werden halt eben auch einige gemacht haben, wie uns dieser Tweet von KuchenTV mit der Statistik zweifelsfrei belegt. Vom zeitlichen Ablauf her ergibt nichts anderes Sinn. Und deine Zuschauer checken das irgendwie nicht, weil die eh nur verblendet dir zuhören. Aber auch zu den Bedenken bei KuchenFalls.org äußerte sich Shuyoka noch. Erstens, diese Seite wird von einer Antifa-Gruppe aus Italien geleitet. Richtig. Noblox wurde in Italien gegründet und wird von einer antifaschistischen Gruppe bereitgestellt. Für diese Informationen sind keine IT-Expertinnen vonnöten. Die Webseite Noblox und die dort verlinkte Webseite des BetreiberInnen-Kollektivs AI Collective enthalten diese Informationen. Ja, das heißt, du kannst das einfach googeln. Falsch. Noblox wird von den BetreiberInnen-Kollektiv nicht geleitet, sondern kollektiv betrieben.
Also der erste Teil ist erstmal direkt eine Zustimmung. Die Webseite kommt von einer Antifa-Gruppe aus Italien. Das wird hier nochmal bestätigt. Und der zweite Teil ist dann, wo die krassen Lügen exposed werden. Denn die Webseite wird nicht geleitet. Sie wird bereitgestellt. Und KuchenTV wurde jetzt einfach komplett demaskiert. Er wurde beim Lügen erwischt. Und wo wir gerade schon bei Exposing sind. Wir wollten uns ja noch anschauen, was im KuchenTV-Zerstörungsstream sonst noch so aufgedeckt wurde. Und Shuyoka gibt uns in diesem Stream auch eine Watch-Empfehlung, was wir uns da angucken sollen und was das absolut stärkste Argument war. Genau, das hatten wir uns angeschaut über einen Instagram-Beitrag von KuchenTV, mit dem er viel positive Resonanz. Meiner Meinung nach ist auch das Video, das dazu heute um 12 Uhr kam, mit Abstand das stärkste. Okay, KuchenTV ist also finally mal wieder eine Pipeline nach rechts. Dass KuchenTV in Wirklichkeit der Anfang einer Pipeline ist, die dich nach rechts zieht. Aber wir wollen uns ja mit den stärksten Argumenten auseinandersetzen, also schauen wir dort einmal rein, bevor wir dann gleich zu der Tobias-Huch-Sache kommen. Konkret bezieht sich dieser Artikel auf diesen Beitrag hier von KuchenTV. Und daraufhin wird folgendermaßen begründet, warum KuchenTV eine Pipeline nach rechts ist. Das ist quasi, das ist Provokation, das heißt, das ist Aktion und das ist Reaktion und das ist die Pipeline nach rechts, die stattfindet. Ich singe es nur noch, Gigi, die Abschiebung, Heimatliebe ist kein Verbrechen, sing doch, unser Land, unsere Regeln, die verweichlichte Haltung, die Dummen eingetrichtert wurde, muss enden, Gigi, Abschiede, Tino und Flugzeuge von Abschiedungen. Sehr schön, mal wieder die Kommentare unter irgendeinem Beitrag als Argument nutzen. Natürlich nicht, ohne hinzuzufügen, dass die Kommentare nach so und so vielen Tagen noch immer online waren und so weiter, aber der Beweis für die Pipeline nach rechts ist ja immer noch nicht erbracht damit. Selbst wenn einige Rechte oder Rechtsradikale unter diesen Videos kommentieren, heißt das ja nicht, dass KuchenTV die Pipeline ist. Dafür müsste man ja erstmal beweisen, dass die Leute vorher noch nicht rechts waren und dann durch KuchenTV rechts oder rechtsradikal geworden sind. Das kann man doch einfach nicht darüber feststellen, dass irgendwelche Leute irgendein rechtsradikales Zeug darunter in die Kommentare schreiben. Na gut, vielleicht hat Shuyoka aber noch krassere Argumente. KuchenTV distanziert sich nicht davon, seine Community distanziert sich nicht davon, sondern es ist einfach, es schwimmt in seiner Community mit und fügt sich dort halt in die Masse ein, weil es nicht auffällt. Ach Shuyoka, ist das wirklich so? Was ist dann mit diesem Video hier? Das Ganze war von mir natürlich nur als Joke gemeint. Was ich allerdings nicht bedacht habe, ist, dass es tatsächlich sehr, sehr viele rechte Spinner gibt, die sich jetzt aufgrund dieses Memes irgendwie bestärkt fühlen, irgendwie sagen, haha, so sympathisch, oder die auch so Dinge schreiben wie Deutschland den Deutschen. Ist natürlich immer schwer zu sagen, was jetzt Ironie ist oder nicht, aber deswegen will ich hier auf jeden Fall nochmal ein klares Statement abgeben. In dem Meme ging es nicht darum, euch jetzt irgendwie zu sagen, haha, lol, macht das im Club voll lustig, sondern für mich ging es darum zu sagen, boah, das ist ja voll der Ohrwurm, haha, man darf das nicht mitsingen, was wahrscheinlich auch schon von vielen kritisch gesehen werden kann, gar keine Frage, aber ich finde es saugefährlich, das dann wirklich zu reproduzieren. Kommen wir jetzt aber noch zu der Tobias-Huch-Sache. Denn Shuyoka hat dazu am Dienstag ein Video auf YouTube hochgeladen, in dem sie über die einstweilige Verfügung von Tobias Huch gegen sie spricht. Um hier kurz den Kontext zu erklären, Shuyoka hat im minderjährigen Alter freizügige Bilder von sich gemacht und an eine Person vertraulich geschickt, welche diese dann veröffentlicht hat. Jetzt gibt es irgendwelche kriminellen Idioten, die nichts anderes im Leben erreicht haben, als diese Bilder immer weiter zu teilen und im Internet zu verbreiten. Natürlich absolut ehrenlos, keine Frage, gerade initial von der Person, die es veröffentlicht hat, aber auch an jeden, der das weiter verbreitet. Wirklich, ihr solltet euch schämen und ich hoffe, ihr kriegt dafür auch eine angemessene Strafe. Was aber ganz wichtig ist, Shuyoka betonte bis vor einigen Jahren, dass dies keine pornografischen Aufnahmen sind. Wie zum Beispiel hier. Im Nachhinein betrachtet sind das Bilder, die manche Leute auf Instagram hochladen und das ist halt entspannt, aber es ist halt freizügiger und es ist halt etwas, was privat verschickt wurde, deswegen interessiert sich das Internet dafür. Später jedoch fing Shuyoka an, diese Aufnahmen als Kinderpornografie zu bezeichnen, woraufhin Tobias Huch diese Aussage in seinem Stream einordnete, aufgrund seiner fachlichen Expertise, da er in der Vergangenheit beruflich im Jugendschutzsektor gearbeitet hatte. Aber Shuyoka kam damit gar nicht klar. Sie ließ es daraufhin so aussehen, als ob Tobias Huch sich diese Aufnahmen angeschaut hätte. Was natürlich eine absolut kranke und widerwärtige Unterstellung ist, die eine Person vernichten kann. Tobias Huch wollte daraufhin natürlich, dass sie diese Äußerung nicht mehr treffen darf. Und nachdem Shuyoka es dann versäumte, auf einige Schriftsätze zu reagieren, erließ das Landesgericht Hamburg eine einstweilige Verfügung gegen sie und sie darf daraufhin jetzt nicht mehr behaupten, dass Tobias Huch sich das angeschaut hätte und einige weitere Äußerungen. Aber das kann Shuyoka natürlich nicht so auf sich sitzen lassen.
sie kann doch nicht im Unrecht sein. Dementsprechend ist dieses Gerichtsverfahren natürlich komplett unfair gelaufen. Offensichtlich hat das Landesgericht Hamburg es nicht für wichtig erachtet, in diesem Fall noch einmal spezifisch den Versuch zu unternehmen, mich zu kontaktieren. Konkret heißt es in dem Urteil, dadurch, dass ich auf die Unterlassungserklärung ja nicht geantwortet habe, hätte ich ja die Möglichkeit gehabt, mich zu äußern. Und das sagt sie selber in einem Video, in dem sie zugegeben hat, dass sie auf einige Schriftsätze nicht reagiert hat. Ist schon irgendwie ironisch. Zudem unterstellt sie Tobias Huch noch sowas hier. Und ich mir ziemlich sicher bin, dass der einzige Grund darin liegt, dass manche Personen mittlerweile so einen irrationalen Hass auf mich schieben, dass sie mich so krass dehumanisieren und gar nicht mehr realisieren, dass hier ein Mensch sitzt, über den hergezogen wird und über den man, wo man einfach alles machen kann. Ja klar, Tobias Huch ist so ein böser Mensch, dass er das einfach nur geäußert hat, weil er dich so sehr hasst. Nicht vielleicht, weil er aufgrund seiner beruflichen Vergangenheit im Bereich Jugendschutz sehr viel Kompetenz hat. Nein, nein, der hasst dich einfach nur. Zudem behauptet sie da noch sowas hier, was schlichtweg einfach falsch ist. Und finde mich halt jetzt in der Situation wieder, in der ich nicht mehr über mein eigenes Trauma sprechen kann, in dem ein Gericht entschieden hat, mir diese Möglichkeit zu nehmen. Nein, Shuyoka. Kein Gericht dieser Welt hat dir verboten, über dein Trauma zu sprechen. Das Gericht hat dir nicht mal verboten, über Tobias Huch zu sprechen und ihn dafür zu kritisieren, wie er das hier angesprochen hat. Das Gericht hat dir lediglich verboten, rufschädigende und absolut ekelhafte, unwahre Äußerungen über ihn zu treffen, um ihn als irgendwas darzustellen. Und das jetzt so darzustellen, als wollte man sie als Opfer silenzen und ihr verbieten, über ihr Trauma zu sprechen, ist schon für sich ekelhaft genug. Zudem erzählt Shuyoka noch, wie sie jetzt weiter vorgehen möchte. Dagegen rechtlich vorgehe und diese einstweilige Verfügung angreife. Und deswegen habe ich eine GoFundMe-Page eröffnet. Und sie hat über diese GoFundMe-Page wohl schon in kürzester Zeit über 20.000 Euro eingenommen. Wenn da Leute unbedingt Geld spenden wollen, keine Ahnung, ich kann die nicht davon abhalten, Dave, tu dir keinen Zwang an. Ich kann nicht nachvollziehen, warum man so einer Person Geld spendet, aber naja. Zudem gibt es jetzt ganz aktuell noch weitere schwere Vorwürfe von Shuyoka gegen Tobias Huch, wozu ich eine sehr interessante Sache beitragen kann. Denn nachdem Tobias Huch ein YouTube-Video mit diesem Thumbnail hochlud, schrieb Shuyoka auf Twitter: Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Hashtag Tobias Huch hat gerade ein neues Video mit folgendem Thumbnail hochgeladen. Und das ist einfach mein Gesicht mit AI generiert, aber rassifiziert. Tobias, was ist das? Ich weiß nicht, auf welcher Journey du gerade unterwegs bist, aber nimm mein Gesicht daraus. Ja, rassifiziert. Das hat sie wirklich geschrieben. Shuyoka, hast du irgendein Problem damit, wenn man dich nicht als Deutsch darstellt? Gibt's da irgendwas, das du uns erzählen möchtest? Aber mal Spaß beiseite. Denn diesen Vorwurf kann ich wirklich leicht widerlegen. Denn ich bin derjenige, welche diese KI-Bilder erstellt hat. Shuyoka wollte ja nicht mehr, dass man echte Bilder von ihr für Thumbnails verwenden darf. Daher habe ich einfach mal testhalber ein paar Bilder von ihr mit leonardo.ai erstellt und diese vor Wochen bereits an Tobias Huch geschickt. Zu diesem Zeitpunkt hatte Tobias Huch noch keine Intention, über die Flaggen im Nahen Osten zu sprechen, im Kontext von Shuyoka. Also auch noch kein Motiv, sie rassifiziert darzustellen. Zudem kann ich euch auch einfach mal den Prompt zeigen, mit dem ich die Bilder bei Leonardo AI erstellt habe. Komisch, da steht ja gar nichts von Rassen. Shuyoka war aber auch nicht die einzige, die dieses Narrativ auf Twitter verbreitete. So schrieb beispielsweise ein Twitter-User namens James Jackson einen ähnlichen Tweet in englischer Sprache. Letztendlich kann ich nur sagen, dass das natürlich maximal geframed ist und es absolut absurd wäre, eine Rassifizierung aus diesem Thumbnail abzuleiten. Und dass das auch nicht die Intention des KI-Bildes war, habe ich, denke ich, hier auch ausführlich gezeigt. Letztendlich kann man nur sagen, dass das Thema gerade wieder super hochgekocht ist. Shuyoka äußert sich zu allen möglichen Themen, es passiert überall extrem viel und es ist quasi unmöglich, auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Dementsprechend habe ich hier versucht, einen kleinen Überblick über die Lage zu bieten. Wenn euch dieser gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Schreibt eure Meinung zu den ganzen Themen gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Folgt mir gerne bei Instagram. Bis dahin. Hey, hey,
bla 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 bla.